So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses ist der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen und wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet, denn die Shania hat mir letztens ein Paket geschickt, da waren diese Limonaden drin, beziehungsweise diese Limonaden waren da drin. Müssen wir mal kurz fürs Thumbnail festhalten, und was ist das Ganze? Das ist Wild Crocodile, ich kenne das gar nicht. Shania auch gefragt, kennst du das? Habe ich gesagt, nein. Jetzt hat doch die Mary die Videos kommentiert beim Unboxing und gesagt, was, wo habt ihr die her? Die suche ich schon die ganze Zeit. Das ist wohl Limonade, irgendwas von Bones MC, Raf Camora, irgendwas da, diese Sparte da, diese Rapper da, diese bösen Palmen aus Plastik, Rapper, diese brutalen Wild Crocodile. Und da gibt es vier Sorten. Und zwar haben wir hier Wild Crocodile, Tropical Orange. Ihr seht ja hier dieses böse Krokodil. Die wollen wir jetzt alle mal testen. Einzeln im NetGhost-Gläschen mit Farbe und Geschmack. Und am Ende natürlich wieder alle zusammen aus dem auf die dicken Bierglas. Das ist Erfrischungsgetränk mit Kokos, Orangen, Passionsfruchtgeschmack. Kokos, Orange, Passionsfrucht. Wild Crocodile Tropical Orange. Da finde ich jetzt schon den Kokosanteil sehr interessant. Kokos? Riecht auf jeden Fall auch sehr nach Kokos. Kokos, Kokos. Machen Sie mal hier so bis 4 Zentiliter. Tropical Orange mit Passionsfrucht, Orange und Kokos. Sind wir mal gespannt, wie das schmeckt. Ja, ist das zuckerfrei oder so? Das schmeckt nämlich irgendwie. Weiß ich nicht. Schmeckt. Es schmeckt nicht so richtig süß, Limo-mäßig. Es schmeckt nicht irgendwie so saftmäßig, erfrischend, fruchtig, irgendwas. Was machst du denn die ganze Zeit schon wieder? Erst hüpft er hier hoch und rutscht ab und fliegt durch die Gegend. Jetzt ist er da hinten und macht das Paket kaputt. Also geschmacklich, habe ich mir da jetzt richtig viel erwartet? Geschmacklich? Weiß ich nicht. Das ist trotzdem irgendwie, schmeckt sehr wässrig. Hat also nur eine ganz leicht fruchtige Note. Ist vielleicht gesund, weil es nicht so süß ist und nicht so klebrig. Wie Wasser mit Geschmack, ne? Aber mit Kohlensäure noch dazu. Wild Crocodile Tropical Orange. Hätte ich mir jetzt mehr erwartet, ich dachte, das haut mich jetzt richtig um, aber ist irgendwie sehr unscheinbar. Wir nehmen gleich das, was daneben steht, Wild Crocodile Smooth Berry. Das ist nämlich mit Cranberry Limette Geschmack. Genau die zwei Sorten, die ich überhaupt gar nicht mag. Cranberry, nix, Limette, nix. Beides irgendwie bitter, säuerlich, alles zusammen. Hauen wir es mal rein, gemischt Cranberry mit Limette. Ein Smooth, obwohl das verstehe ich auch, Smooth Berry, Smooth Berry, gut, Cranberry ist ja eine Beere, also passt das ja doch vom Namen her. Das, eine richtig zart, rosane Note, rötlich, riecht auf jeden Fall gut. Hat halt keinen Kokosanteil, riecht trotzdem richtig toll. Wenn es jetzt so schmeckt. Okay, Smooth Berry finde ich auf jeden Fall besser als Tropical Orange, obwohl ich von den Zutaten abgeschreckt war. Aber das ist nicht süß, das ist nicht bitter, das ist nicht irgendwie sauer oder sonst was. Das ergibt an sich einen runden Geschmack. Irgendwie habe ich irgend so eine Vanillenote auf der Zunge auf einmal. Ich sehe nichts von Vanille. Violette Karotte hat das Ganze gefärbt. Ey, du musst ja wirklich jedes einzelne Ding durchlesen. Da steht ja noch so viel Zeugs mit drauf. Ja, genau. Johannesbrot, Kernmehl im ersten. Also, finde ich gut. Das wirkt erfrischend. Das wirkt auch gut vom Geschmack. Du hast irgendwie trotzdem eine erfrischende Note und weiß ich nicht. Passt. Ist nicht so wässrig wie das erste. Irgendwie habe ich da mehr Geschmack als beim ersten. Also, Smooth Berry bis jetzt mein Favorit.
Dann haben wir als nächstes, was nehmen wir denn? Exotic Cola. Wir nehmen mal Exotic Cola, weil Exotic Cola soll eine Cola-Note sein. Da kann man ja nicht viel falsch machen hier. Erfrischungsgetränk mit Cola und Kalamanis-Geschmack. Sind wir mal gespannt. Exotic Cola mit Kalamanis-Geschmack. Ich habe mir extra den Crazy Lime aufgehoben, weil ich mir darunter jetzt nicht so viel vorstellen kann als unter einer Cola. Aber sind wir mal gespannt, was die Exotic Cola raushaut. Vor allem Tropical Smooth, Crazy und Exotic. Exotic Cola mit Kalamanis Geschmack. Das riecht irgendwie leicht pfefferig. Ein bisschen wie Dr. Pepper, aber anders. Viel würziger. Okay, Exotic Cola ist gar nichts für mich. Vielleicht Ingwer, so eine Ingwernote, so ein bisschen mit dabei. Vielleicht ist Kalamanis der Bruder vom Ingwer oder irgendwas, ich weiß es nicht. Phosphorsäure, ja, 100% recycelbares PET. Exotic Cola, für mich leider gar nichts. Hat extrem pappigen Geschmack einfach nur. Da wirkt es wieder sehr süß von der Cola her, aber wirkt wie, als hättest du eine Cola abgestanden, keine Kohlensäure mehr drin, wie extrem süßes Wasser und dann noch mit so einer Ingwernote dabei. Das ist auf jeden Fall sehr speziell, sehr exotisch, aber leider bei mir gar nicht mein Geschmack. Und wir haben noch einen übrig, wir haben noch Wild Crocodile Crazy Lime. Was? Zitrone, Limette und Ingwer-Extrakt ist. Das heißt, es schmeckt jetzt wie die Cola, weil da ist ja auch Ingwer mit drin. Aber Zitrone, Limette. Gut, beim Cranberry war ich ja auch überrascht. Das hat mir ja besser geschmeckt, obwohl ich vorher dachte, das wird nichts. Das riecht eigentlich gut. Das riecht wie ein Uludag. Uludag Gazos. Nur mit Ingwer. Schmeißt man das also auch mal hier rein. Die Farbe ist auf jeden Fall cool. Da kann man nicht meckern. Das von der Farbe her bis jetzt am coolsten. Guckt euch das an, wenn das in dem Gläschen ist, wie genial das aussieht. Das hat die beste Farbe, das hat irgendwie auch das coolste Etikett, die beste Aufmachung von den Ganzen. Das ist wirklich eine Augenweide. Jetzt muss es aber trotzdem irgendwie ein bisschen wenigstens schmecken. Zitrone, Limette und Ingwer. Und das passt. Da, wo Ingwer drin ist, schmeckt es nicht so sehr nach Ingwer, wie da, wo kein Ingwer drin ist und ich irgendwie so einen Ingwer-Geschmack habe. Also, ganz klar für mich, zwischen Cola und Lime ist der Lime der Favorit. Auf der einen Seite, auf dieser Seite Orange und Berry ist Berry der Favorit. Wenn man jetzt die beiden gegeneinander antreten lassen würde, Lime und Berry, habe ich, glaube ich, trotzdem bei Berry den besten Geschmack gehabt, der mich am besten und am positivsten überrascht hat. Das direkt auf Platz 2. Hat auch eine mega coole Farbe. Sieht richtig genial aus. Die Frage an euch natürlich, habt ihr schon mal die Wild Crocodile Limonaden getestet? Was sagt ihr dazu? Jetzt möchte ich mir noch ein Gläschen zurecht machen mit der Tropical Orange. Ne? Die hauen wir zuerst hier rein. Tropical Orange, ich glaube, das war ein bisschen zu viel. Smooth Berry. Muss mal Finger hinhalten, damit ich ungefähr so weiß, wie weit das geht. Aus diesem Gelb ist jetzt ein super cooles Orange geworden, was richtig cool aussieht. Wir machen mal zuerst das Lilane jetzt rein, weil wenn ich die schwarze Cola reinmache, bleibt wahrscheinlich gar nichts mehr übrig. So, Lila noch dazu. Machen wir bis hier hin. Jetzt ist es ein bisschen dunkleres Orange geworden, wenn das noch orange ist. Und obendrauf dann natürlich die Cola zum Abschluss. Da kann richtig rein bis zum geht nicht mehr. Jetzt ist der ganze Body voll und jetzt sieht es einfach aus wie eine normale Spezi. Wie wenn ihr eine Cola habt mit Orange, ne? Schöne Cola, Orange, eine Spezi, wisst ihr ja, was eine Spezi ist. Dann ist es auf die dicken Bierglas, das habe ich am Montag immer bei Chill mit Ramses. Wir werden jetzt alle vier Sorten nochmal zusammen testen und ich würde sagen, das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal, bis dahin, peace out. Das hat vorhin hier schon einen Fleck bekommen, da ist schon Ketchup drauf gelaufen. Jetzt kann die Suppe noch drüber laufen, dann kann ich es gleich in die Wäsche hauen und mir was Frisches anziehen. Bis zum nächsten Mal, peace out, Vorhaut, euer Ramses. Und ich muss noch mal kurz sagen,
Ich würde mir die wahrscheinlich selber nicht nochmal kaufen. Zum Testen einmal okay, aber nochmal kaufen, so richtig überzeugt bin ich trotzdem nicht. Dann lieber ein 4-Bro Eistee oder sowas. Aber hier, wem's schmeckt, wem's gefällt, gerne. Flaschen sehen ja cool aus, die Sorten sind eigentlich interessant, die Namen sind cool, aber geschmacklich war es jetzt für mich nicht der Bringer. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Immer hat es zusammen am besten geschmeckt, wenn ihr alles kombiniert und eine übelst erfrischende Note habt und die ganzen Geschmäcker sich vermischen und übereinander lagern. Also probiert das mal aus. Kauft euch alle vier, trinkt alle vier zusammen. Ich bin raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.